sind heute hier oben im Bobbertbuchenau. Und zwar hier gibt es was ganz Interessantes. Hier wohnt der Gerhard Kalüter und der züchtet Ameisen. Ein ausgesprochener Experte auf diesem Gebiet. Und wir haben ihn heute mal besucht und wollen euch mal ein bisschen was über ihn und über seine Ameisen zeigen. Kleines Kind, da ging ich noch nicht zur Schule, habe ich davor gekniet und habe die Ameisen bewundert, weil die ein Sozialleben führen. Das heißt, sie kommunizieren miteinander, sie helfen sich gegenseitig, sie tragen sich. Und ich habe mich einfach in die Welt dieser kleinen Tiere hineinversetzt. Jetzt haben Sie hier eine Pflanze hingestellt. Sie sagen, das ist ein Baum. Und der ist bewohnt von zahlreichen kleinen Ameisen, die diesen Baum noch nie verlassen. Vielleicht erklären Sie unseren Zuseher das mal, was das für ein Phänomen ist. Erstmal vielleicht, was das für eine Pflanze ist und was sind das für Ameisen? Also das ist eine Dornakazie, die in Mittelamerika vorkommt. Die Ameisen, die nennen sich lateinisch Pseudomyrmex. Da gibt es ganz viele von, aber nur ganz wenige Spezien bewohnen eben diesen Baum. Das ist eine echte Symbiose. Die Ameisen sterben ohne den Baum und in der freien Natur stirbt auch der Baum, wenn er keinen Schutz der Ameisen hat. Die Ameisen wohnen in dem Baum, der hat hohle Dornen und in diesem Dornenpaar sieht man immer an einem dieser Dornen ein Loch, wo sie rein und raus gehen. Und da haben sie auch ihre Brut drin. Irgendwo in einem dieser Dornenpaare sitzt auch die Königin. Und das Interessante ist, dass die Ameisen ihre Nahrung alle von dem Baum bekommen. Dieser Baum, der ist jetzt Abend, deswegen fängt er an zu schlafen. Die Blätter gehen dann zusammen, so ähnlich wie bei einer Mimose, mit der er auch verwandt ist. Und der hat am Ende der Blätter, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber so kleine Zusatzblättchen, so Eiweißkörperchen sind das, diese hellgrünen, so gelblich-grün. Das ist ihre Eiweiß- bzw. Fettnahrung. Und außerdem gibt der Baum ihnen auch Kohlenhydrate in Form von Nektar. Da sind hier so Nektarien. Überall, wo diese kleinen Blattstielchen von dem Stängel abgehen, sind Nektarien. Und so bekommen die jeden Tag ihre Nahrung. Das wird jeden Tag neu produziert und sie leben nur davon. Also sie nehmen auch gar keine andere Nahrung an. Und ohne ihren Baum werden sie auf jeden Fall sterben. Sie brauchen also auch kein Terrarium, das heißt, sie bleiben immer auf ihrem Baum. Wir können sie hier auf die Fensterbank stellen und sie werden niemals weglaufen. Okay. Aber sie verteidigen ihren Baum bis aufs Äußerste. Wenn zum Beispiel eine Liane hochwächst, wird die abgenagt. Wenn irgendwelche Räuber kommen, wie zum Beispiel Raupen oder Heuschrecken, die daran fressen wollen, dann können die sehr heftig stechen, auch beim Menschen. Nur die Tiere lernen. Am Anfang war es so, dass sie sofort alle sich auf mich gestürzt haben und haben mich gestochen. Jetzt kommt kaum noch ein Tier, weil die das gelernt haben, dass keine Gefahr vom Menschen ausgeht. Das ist eine Tetraponera aus Südostasien, also Malaysia ist es zum Beispiel verbreitet, auch Indonesien. Die können also sehr, sehr gut stechen, leben überwiegend im Holz, deswegen auch das Totholz, was da drin ist. Und die ernähren sich jetzt hier unter anderem auch von diesem Apfel. Aber ansonsten nehmen sie sehr gerne eben auch Eiweißnahrung in Form von irgendwelchen Insekten oder Spinnen oder so etwas. Ja, das ist mit einer der größten Ameisen auch. Das sind australische Bulldoggenameisen. Man sieht, die reagieren schon entsprechend, weil sie eben unheimlich gut sehen. Das sind jetzt hier nochmal die Körnersammler. Da haben Sie auch einen Haufen Körner sich zusammengetan? Ja, sehe ich schon. Haben Sie schon einen Haufen Körner? Da sind große Soldaten auch bei, die haben rote Köpfe. Und wie ich schon sagte, die machen das Ameisenbrot. In Kaugesellschaften sitzen sie zusammen. Verrückt. Wie heißen die? Was ist das für eine Art? Nicht alle Körnersammler, aber es gibt Messor. Das ist eine Körnersammlerart, die ist in Europa verbreitet. Es gibt aber auch im Süden von Nordamerika
Die nennt sich Pocono Mermaids und die sind mehr in roten Farbtönen. Im Süden von Nordamerika. Das sind sogenannte Pocono Mermaids. Da gibt es auch verschiedene von. Ist eine Parricondyla apicalis. Heute heißt sie Neoponera apicalis. Und das ist die lernfähigste Ameise, die ich kenne. Also, die lernt, das Futter aus der Hand zu nehmen. Und wenn die Ameisen das gelernt haben und man hält ihnen eine Fliege oder eine Spinne oder was in der Hand hin, dann kommt die, holt das ganz vorsichtig aus den Fingern und trägt es nach Hause, kommt dann an die gleiche Stelle, wackelt mit den Fühlerspitzen, die hat ja so goldene Fühlerspitzen, ja. Und wie so ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt und bettelt praktisch, dass er wieder was bekommt. Yes, morning blues, blues, how do you do? Ja, wisst ihr, wie schwer die Ameisen tragen können? Siebenfache das Gewicht. Nee, mehr, ich meine eher wieder 100-fache oder 200-fache habe ich gehört. 200 ist übertrieben, also normalerweise 30 bis 40-fache des Eigengewichtes. Dann gibt es aber eine Ameisenart, eine Weberameise, die kann das 100-fache von ihrem Eigengewicht tragen. Also das ist schon erstaunlich. Das eine kann sie, ein Oben von Seite zu Seite. Ich sagte Aphenogaster, die gehört zur Gruppe Aphenogaster, aber weil die in der neuen Welt ist, haben sie sie Novomeso genannt. Sehr interessant. Good morning blues, blues, how do you do? Well, I'm doing all right, good morning, how are you? Das eine kannst du, ein Oben von Seite zu Seite. Well, das eine kannst du, ein Oben von Seite zu Seite. Yes, I went to my breakfast, the blues was in my bread. Yes, good morning blues, blues, how do you do? Sogenannte Feuerameisen. Mhm. Warum? Weil die so stark beißen, brennen, beißen. Ja, aber das ist bei unseren Deutschen auch nur das. Bei denen ist es so, weil die als Masse stechen dann. Good morning blues, blues, how do you do? Yes, good morning blues, blues, how do you do? Well, I'm doing all right, good morning, how are you? Das eine kannst du, ein Oben von Seite zu Seite. Das eine kann sie, ein Oben von Seite zu Seite. Yes, I went to my breakfast, the blues was in my bread. Yes, good morning blues.